bells, jingle bells, jingle all the way. Es ist Winter, es ist festlich, es ist Kaminzeit. Und was könnte man bei der Kaminzeit Besseres machen, als ein richtig schönes, schweres Winterbier zu trinken? Wackel doch nicht so. Bavarias Best, ist das nicht von Schönramer? Genau das ist es. Die Schönramer Brauerei aus Bayern. Und es ist ein Imperial Stout, mehrfach ausgezeichnet. Und das lassen wir jetzt mal schmecken, uns, oder? Das machen wir erst morgen. Ja, wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Ohne Anekdote. Jeden Abend ein Bier ist ja auch ein bisschen viel. Mein Lieber, das ist bis 2028 haltbar. Du, da bin ich aber froh. Da bin ich aber froh, weil es kann ja durchaus sein, dass wir gleich mal ganz kurz einschlafen, weil wir schon müde sind. Und wenn wir morgen nicht mal aufwachen, sondern erst 2028... Die Pyramide dreht sich auch schon gar nicht mehr. Das ist ja komisch. Der Kollege hier, der ist auch schon ein bisschen platt, oder? Dem ist ein Stiel schon runtergefallen. Naja. Kommen wir aber zur Flasche. Ach so, gut, ich, wieder zum Thema hier. Jo, nein. Ich finde sie schön gestaltet. Wir haben ja noch ein Bier. Schwarz wie das Bier. Gülden wie das Beste aus Bayern. Und was ist denn das Beste aus Bayern? Ich dachte, das wäre der FC Bayern. Nein, okay. Das sehen andere Leute. Anscheinend nicht. Sehr gut. Ich halte das mal. Dennis korkt mal auf. Wird geöffnet. Also ich finde die Flasche schön. Dennis, was sagst du? Kork it auf. Flaschigkeit gefällt mir sehr gut. Schwarz mit Gold. Es gibt ein Rücketikett. Es gibt ein... Das passt jetzt gar nicht dazu. Das hätte ich mir vielleicht auch irgendwie Das ist halt typisch von der schönen Dame. Gülden gewünscht. Informationen zum Alkoholgehalt. 10%. 0,33 ist immer für den Looper interessant, weil der einschüttet. Und ich bin gespannt. Wie gesagt, immer dran denken, die Frage, die wir dann noch stellen. Ach so, die Frage, ja. Einschicken, eure Gewinnchance. Aber die gibt es erst morgen. Multiplizieren, die gibt es morgen, aber Vorsicht. Vielleicht zum Beispiel was ich zum Haltbarkeitsdatum gesagt habe, könnte vielleicht morgen gefragt werden. Und. Danke. So, das behalte ich jetzt auch für mich. Für mich wirklich das umgeschenkt nur so wird. Nüsseling. Nur einen kleinen Schluck. Ja, Dennis ist betrunken, oder? Kann das sein? Heute eigentlich ja überhaupt nichts getrunken. Ne? Dennis, heute ist ja noch relativ nüchtern, aber ja ich glaube, du musst noch fahren. Ist ja auch früh heute noch am Tag. Und ich heb mir das auf. Da hast du aber jetzt mal richtig viel. Ja, weil Dennis kann nicht heute. Tja, Dennis, kein Bock drauf, oder was? Ich sag mal so, wir haben im Adventskalender ja noch, dass mindestens ein Bier noch was kommt. Und ich bin gespannt gleich auf jeden Fall, wie es schmeckt. Ja, da kommen ja noch einige, ne? Und dann melden wir uns gleich. Man könnte auch sagen, morgen wieder mit der Frage und auch mit unserer Duftigkeit, Nasigkeit und Geschmackswertung. Ich halte den Riechkolben einfach mal rein und sag bis morgen. Ja,